Ja, hallo. In diesem Video wollen wir mithilfe der partiellen Integration eine verkettete Funktion integrieren, nämlich diese hier, den Sinus der natürlichen Logarithmusfunktion, also den Sinus von ln x. Gut, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, denn ihr wisst ja, die Formel für die partielle Integration ist dazu da, um ein Produkt zu integrieren. Na, u' mal v ist doch ein Produkt. So, und ich habe jetzt aber gesagt, wir wollen kein Produkt integrieren, sondern eine verkettete Funktion. Ja, und das kann natürlich nicht funktionieren. Es sei denn, man macht einen Trick, und zwar schreibt man hier eine 1 vor, ne? Oder mal 1 rechnet man. Dann hat man hier ein Produkt, erster Faktor, zweiter Faktor, und kann diese Formel benutzen. Ja, die nächste Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, soll ich hier diese Funktion Sinus von ln x als u' nehmen oder als v? Ja, nehmen wir zunächst mal an, wir würden hier diese verkettete Funktion als u' nehmen. Was müssten wir dann mit u' machen, also mit dieser verketteten Funktion? Wir müssten u' integrieren, ja, aus u' u machen. So, das können wir nicht, denn das ist ja gerade unsere Aufgabe hier, unser Problem, die verkettete Funktion integrieren. Na, also das würde uns überhaupt nichts nützen, wir stehen immer noch vor dem gleichen Problem. Ja, und deshalb müssen wir die verkettete Funktion hier als v wählen und für die 1 bleibt ja dann keine andere Möglichkeit mehr als die als u' zu wählen. Na, eine andere Möglichkeit gibt es ja für die 1 dann nicht mehr. Gut, dann führen wir diese partielle Integration jetzt mal aus. Ich schreibe also dahin das Integral von Sinus oder einmal Sinus von ln x dx ist gleich. So, jetzt kommt hier unser u. Ja, was ist u? U kennen wir nicht, aber wir wissen, dass u' gleich 1 ist. Um von u' zu u zu kommen, müssen wir integrieren. Also müssen wir hier die 1 integrieren und das Integral von 1 ist x. Dann kommt ein v. V ist gegeben. V ist gleich Sinus von ln x. Sinus von ln x. Dann kommt ein Minuszeichen. Dann kommt ein Integralzeichen. Dann kommt u. U ist gegeben. U hatten wir schon mal gehabt. U war gleich x. Dann kommt v'. V' kennen wir nicht, aber wir wissen, dass v Sinus von ln x ist. Um vom v zu v' zu kommen, müssen wir also Sinus von ln x ableiten. Das hier ist also die Ableitung von Sinus von ln x. Ja, berechnen wir die mal eben in einer Nebenrechnung. Wir suchen also die Ableitung von Sinus von ln x. Da suchen wir die Ableitung von. Das machen wir nach der Kettenregel. Und die Kettenregel sagt, leite zunächst mal nur die äußere Funktion ab, also die Sinusfunktion, und das ist die Kosinusfunktion. Als Argument nehmen die innere Funktion, also ln x, und multipliziere das Ganze mit der Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung der inneren Funktion, also die Ableitung von ln x, kann ich ebenfalls in der Tabelle nachgucken, das ist 1 durch x. Also muss ich hier hinschreiben, Kosinus von ln x mal 1 durch x und mein dx hier natürlich nicht vergessen. Gut, dann können wir hier die Nebenrechnung wegwischen, also einfach nur die Kettenregel aus der Differentialrechnung anwenden. Als nächstes sehe ich, dass ich hier dieser Term und dieser Term hier wegkürzen. Die heben sich gegeneinander auf und da erhalte ich ja, die linke Seite der Gleichung schreibe ich jetzt mal nicht ab, da mache ich solche Striche. Da erhalte ich x mal Sinus von ln x minus und das Integral, wie gesagt, die beiden grün unterstrichenen heben sich auf und das Integral sieht dadurch wesentlich einfacher aus. So, jetzt habe ich hier ein Integral übrig, das sieht so ähnlich aus wie das gegebene Integral. Ne? Mache ich einfach nochmal genau den gleichen Trick. Ich schreibe wieder meine 1 dahin, also hier, ups, das Integralzeichen mache ich mal so ein Stück weiter rüber und dann mache ich hier meine 1 noch dazwischen.
So, und die beiden Faktoren wähle ich wieder genauso, ne? Die 1 ist wieder hier U'. Ich schreibe es mal drunter. Das ist hier U'. Und Cosinus von ln x, diese Verkettungsfunktion, wähle ich wieder als v. Ich glaube, man kann es nicht lesen. Das soll hier ein U' sein. Und das ist das v. Gut, jetzt kann ich hier wieder meine Formel für die partielle Integration anwenden. Diesmal allerdings nur auf dieses Integral hier. Ne? Das bleibt gleich, das schreibe ich jetzt nur mal ab. Die linke Seite bleibt sowieso gleich. Das, was vor dem Integral steht, wird nur abgeschrieben. So, und jetzt kommt hier eine eckige Klammer. Und jetzt auf dieses Integral, wie gesagt, wende ich nochmal hier diese Formel an. Ja, dann habe ich hier also ein U. U kenne ich nicht, aber ich weiß, U' ist 1. Und wenn U' gleich 1 ist, ist U gleich x. Ne? Muss ich nur integrieren. So, dann kommt hier mein v. V ist gegeben, ne? Steht ja hier, v ist gleich Cosinus von ln x. Dann kommt ein Minuszeichen, dann kommt ein Integralzeichen, dann kommt ein u. U haben wir schon gehabt, das war hier mein x. Und dann kommt mein v'. V' kenne ich nicht, aber v kenne ich. V ist das hier, ne? Die verkettete Funktion Cosinus von ln x, das ist mein v. Und wenn ich jetzt v' suche, die Ableitung hiervon, wie mache ich das? Genauso wie gerade, ne? Wieder nach der Kettenregel, die äußere Funktion ableiten, Cosinus abgeleitet ergibt minus Sinus, als Argument die innere Funktion nehmen, also ln x, und das Ganze multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung von ln x ist wieder 1 durch x. So, und das muss ich jetzt wieder dahin schreiben. Da schreibe ich also minus Sinus von ln x mal 1 durch x und ein dx natürlich nicht vergessen. Gut, und diese eckige Klammer natürlich hier, die fehlt noch. So, ja, jetzt kann ich die Nebenrechnung wieder wegwischen. Ja, jetzt hebt sich hier wieder was auf, ne? Dieses x und dieses 1 durch x, da kann ich x wieder wegkürzen. Und dann mache ich noch etwas, das Minus, ne? Das Minus ist ja das gleiche wie mal minus 1. Und ihr wisst ja, einen konstanten Faktor darf ich vor das Integral ziehen. Also dieses Minus schreibe ich hier vor und dann wird hier ein Plus draus. Ne? Also ich fasse nochmal zusammen, die beiden grün unterstrichenen Terme heben sich auf und das Minus ziehe ich vor das Integral. Dann erhalte ich hier erstmal das wieder abschreiben. So, Sekunde, gleich geht's los. Dann erhalte ich hier x mal Cosinus von ln x, das muss ich auch nochmal abschreiben. So, jetzt geht's aber wirklich los. Da habe ich gesagt, die beiden grünen hier, grün unterstrichenen, heben sich auf und das Minus ziehe ich hier nach vorne, dann wird hier ein Plus draus und hier bleibt übrig Sinus von ln x dx und meine eckige Klammer nicht vergessen. So, jetzt löse ich allerdings noch hier die eckige Klammer auf. Ne? Ich habe ja hier zwei Terme in der eckigen Klammer. Ja, also, und ich habe ein Minus vor der Klammer und steht ein Minus vor der Klammer, dann muss ich beim Auflösen der Klammer alle Terme umdrehen, also die Vorzeichen umdrehen. Ja, dann wird hier aus dem Plus ein Minus und aus diesem Plus wird auch ein Minus und dann ist die eckige Klammer hier hinten weg. Gut, jetzt habe ich hier noch drei Terme stehen, zwei normale Terme und ein Integral noch. So, jetzt sieht das so aus, als hätte ich überhaupt nichts erreicht. Ne? Denn wenn ich hier diesen Term jetzt nochmal ausführlich hinschreibe, jetzt brauche ich den wieder, also Sinus von ln x dx. Ja, ich habe das jetzt nochmal ausführlich hingeschrieben. Und jetzt gucken wir mal, ich suchte dieses Integral. Und ich bin bis jetzt keinen Schritt weiter gekommen, denn genau dieses gesuchte Integral habe ich hier immer noch. Das ist immer noch nicht gelöst hier.
Scheint also so, als wäre ich keinen Schritt weitergekommen, aber das sieht nur so aus. In Wirklichkeit bin ich jetzt fast fertig. Ich brauche doch einfach nur noch dieses Integral hier rüberbringen. Ja, mache ich das mal. Also auf beiden Seiten dieses Integral hier, das geht ja bis hier, addieren. Dann habe ich hier zweimal das Integral Sinus von ln x dx. Und hier bleiben diese beiden Terme übrig. Also x mal Sinus von ln x minus x mal Cosinus von ln x. Ja, also, was habe ich gemacht? Einfach nur 1, 2, 3, den dritten Term hier, den dritten Term auf die andere Seite gebracht. Dadurch habe ich zweimal das Integral. So, und jetzt brauche ich hier nur noch durch 2 dividieren, diese Gleichung hier. Ne? Einfach durch 2 dividieren, dann fällt die 2 hier weg. Und hier habe ich 1/2 mal dieses Ganze hier. So, und damit bin ich doch fertig. Ne? Denn wenn ich mal gucke, das ist ja das gesuchte Integral hier. Ne? Das habe ich hier immer auf der linken Seite hingeschrieben. Das ist hier von hier oben das gesuchte Integral. Und auf der rechten Seite habe ich einen Ausdruck ohne Integrale. Ja, und das wollte ich ja machen. Ich wollte einen Ausdruck ohne Integrale auf der rechten Seite bekommen, denn dann habe ich ja die Lösung. Ich wollte die Integrale ja wegbekommen. Ja, also, die rechte Seite ist die Lösung hier dieses Integrals, das Integral Sinus von ln x, hat als Lösung 1/2 mal eckige Klammer auf x mal Sinus von ln x minus x mal Cosinus von ln x. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende. Bloß noch eine kleine Korrektur. Ich habe hier vergessen, diese Klammer zuzumachen. Ne? Die könnte ich jetzt noch hier hinschreiben oder hierhin, ist ganz egal. Machen wir hier noch eine zweite Klammer hin. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Also das ist das Ergebnis. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.